Die 29. Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung wurde am 12. September von Manuela Schwesig eröffnet. Landwirtschaftsminister Till Backhaus kritisierte in seiner Rede die Verschwendung von Lebensmitteln. Weltweit werden immer noch rund 30% entsorgt. In Deutschland sind es sogar gut 50%. Die Ernährungssicherheit, bezahlbare Lebensmittel, Tierschutz und Klimaschutz stehen im Fokus seiner Politik, so der Minister. Wir wollen hochwertige Lebensmittel in ausreichender Form und Qualität. Wir wollen aber auch unsere natürlichen Ressourcen, Wasser, Boden, Klima, aber auch die Artenvielfalt und auch das Wasser schützen. Und da sind wir Partner und keine Konkurrenten. Und ich hoffe, dass die Mela auch dieses Jahr wieder zeigt, ja, Mecklenburg-Vorpommern ist auf einem guten Weg. Im Anschluss an die Eröffnung wurde die Auszeichnung Ausbildungsbetrieb des Jahres 2019 in Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Die Agrarproduktionsgesellschaft AGP aus Lübesse durfte die Auszeichnung entgegennehmen. Über 70.000 Besucher werden dieses Jahr auf der Mela erwartet. Auf einer Fläche von über 170.000 Quadratmetern bieten mehr als 1.000 Aussteller eine riesige Vielfalt an Angeboten. Von der Tierschau über modernste Landwirtschafts- oder Forsttechnik bis hin zur Ernährungsberatung. Die Mela soll den Besuchern außerdem zeigen, wie viel Arbeit die tägliche Lebensmittelproduktion bedeutet. Ich möchte, dass alle wissen, dass hinter den Lebensmitteln, die wir jeden Tag auf dem Tisch haben, Brot und Butter, viel Kraft und Energie steckt. Vor allem von unseren Landwirtinnen und Landwirten, und würde mir wünschen, dass alle hinschauen, regionale Produkte kaufen, lieber beim Fleischer und Bäcker um die Ecke als den Schinken bei Amazon bestellen. Ein Thema steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Mela. Welchen Beitrag kann und muss die Landwirtschaft zum Klimaschutz leisten? Die WEMAG hat als Energiedienstleister im ländlichen Raum bereits Antworten. Ökostrom- und Biogasanlagen sind ein wichtiger Beitrag, den die Landwirtschaft leisten kann. Wir haben einen Rahmenvertrag abgeschlossen mit dem Bauernverband, dass wir Sonderkonditionen für Landwirtschaftskunden anbieten in Bezug auf Strom, weil da gibt es ja ganz viele große Stromverbräuche, Beregnungsanlagen und große Milchviehanlagen, die sehr viel Strom brauchen. Und da haben wir, wie gesagt, Sonderkonditionen in der Anbietung. Wir bieten aber auch Sonderkonditionen an für Biogasanlagen und beraten natürlich auch in Anschlussfragen. Die Mela ist bis zum 15. September geöffnet. Besucher können auf der Mecklenburgischen Landwirtschaftsausstellung mit Bauern und Politikern ins Gespräch kommen und einen lebendigen Einblick in die ländliche Produktion erhalten.